Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin der Conker und das ist Halo Infinite. Oh Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin so gespannt auf die Kampagne. Ich habe mich da so drauf gefreut. Ich konnte ja schon ein bisschen Multiplayer-Erfahrung sammeln und das hat auch super schon gebockt, das Gameplay, was Waffenhandling angeht und die ganzen Spielmodi und so, das hat echt wieder Spaß gemacht. Und jetzt kann es endlich losgehen mit der Kampagne. Ich hoffe, ihr habt Bock und seid mit dabei. Ich bin gespannt. Es soll ja so ein bisschen Open World auf uns zukommen. Ja, schauen wir einfach mal. Wir werden den Halo-Ring erkunden. So, starten wir das Ganze. Und schauen mal, wo uns die Reise hinführt. Neues Spiel, Kampagne. Da stand da ganz kurz der Master Chief. Da ist die Kamera auch gleich wieder hoch. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll. Ich quatsche ja am Anfang des Parts immer. Aber ich glaube, ich lasse das einfach komplett auf mich wirken. Ich habe noch nicht viel gesehen. Ich habe ein paar Tests angeguckt, was so die Pros und Kontras sind. Aber im Endeffekt möchte ich mich doch da selber von überzeugen lassen. Und schauen, ob das doch so gut oder doch so schlecht ist, wie ich schon gehört oder gesehen habe. Nicht viel, aber ein bisschen. Weil ich musste mir das vorwegnehmen. Ich wollte wissen, was ist jetzt Fakt, was man alles schon gehört hat und was jetzt zutrifft. Also Freunde, starten wir ein neues Projekt. Los geht's. Viel Spaß mit dem Let's Play. Wir können Schädel wieder einstellen und Schwierigkeit. Legendär. Ich werde es erstmal auf normal spielen und später dann, wenn es auch mit den anderen legendären Halos weitergeht, auch dieses irgendwann im Koop. Also, viel Spaß mit dem neuen Let's Play. Los geht's! Leck geschossen.
Okay, Daddy hört zu, sagst du Hi? Und zeig Daddy, wie groß du bist. So groß. Gut, und jetzt sing. Ist hier eine Nagruba. Schön gesungen. Und jetzt, du fehlst mir. Fehlst mir. Und hab dich lieb. Ich lieb Daddy. Und, ja gut. Sagst du, wir sehen uns bald? Wir sehen uns bald. Okay, und jetzt bye-bye. Hier spricht UNSC Pelican Echo 216. Hören Sie mich? Hier spricht UNSC... Anscheinend sind die Energiezellen durch. Panzerung stillgelegt. Überlebensmodus aktiv. Ich versuche, ihn zu umgehen. Okay. Falls Sie mich da drin hören. Ich hoffe, Sie sind bereit. Bitte nicht sterben. Bitte. Nicht. Sterben. Zurück, Chief. Ich habe den Rest Energie in Ihren Anzug geleitet. Ich sehe einen Fehler auf der Kalibrierungsmatrix, zumindest halte ich das für eine Kalibrierungsmatrix. Okay, dem Licht folgen. Hochsehen. Okay, alles klar. Und jetzt runter. Sieht gut aus. Jetzt mal rechts. Fehlt nur noch links. Visierdaten und Motorik scheinen zu funktionieren. Aber es gibt wohl ein Problem mit den Servos in Ihren Händen. Bewegen Sie sie. Ganz ruhig. Sie waren eine ganze Weile da draußen. Irgendwo hier drin war doch was für eine Diagnose Ihrer Panzerung. Hey, ganz ruhig, Großer. Sie sind... Lagebericht. Lagebericht? Was? Sie sollten das hier sehen, Chief. Es ist aus. Wir haben verloren. Für uns gibt es hier nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wo hier ist. Nein. Nein, 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 nein. Nicht Sie. Nicht schon wieder. Wir müssen fliehen. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Mehr habe ich nicht. Das genügt. Moment mal. Was haben Sie jetzt vor? Improvisieren. Tür schließen.
Batterien sind ausgefallen. Wir sitzen hier fest. Sie haben eine Kugel gegen eine ganze Armee. Was wollen Sie allein ausrichten? Ich sag doch. Es wird reichen. Sehe ich. Nein, nein, nein. Sie fahren den Stasestrahl hoch. Wir sind geliefert. Die Batterien sind Ihr Job. Ich verschaffe uns Zeit. Denn wir sind das Mann fürs Grobe. Irre. Sie haben's geschafft. Was jetzt? Scan. Durch Scan werden deine aktuellen Ziele und zugehörigen Wegpunkte sowie Waffen, Interaktionsobjekte und Sammelgegenstände in der Nähe angezeigt. Gehe in die UI-Einstellungen Spielmodus, um den Tipp zu deaktivieren. Alles klar. Scan. Was jetzt? Solange der Stasestrahl aktiv ist, hängen wir fest. Stasestrahl, Waffen, alles. Aber wie kommen Sie zurück? Mir fällt schon was ein. Das wird schon. Feindliche Schiffe Stasestrahl gefangen. Erste Scans ergebnislos. Ach, eine Schlafmütze. Aber wie cool der Start, oder? Vor allen Dingen auch mit diesem links, rechts, wie damals. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz kurz. Chief, was auch immer Sie vorhaben, bitte schnell! Ja, kein Problem. Erstmal gehe ich in die Map, um ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich war gerade ganz, ganz kurz verwirrt, als ich den Charakter im Raumschiff gesehen habe, weil ich kannte ja die Trailer-Cutscene damals und auch beziehungsweise die neue Trailer-Cutscene. Also ich habe ja den Release von Halo ab dahin immer verfolgt und ich dachte mir, okay, haben sie das Charaktermodell geändert? Und dann ist tatsächlich einfach nur voll viel Zeit vergangen. Ja, also das ist, irgendwie ist es wirklich, wirklich cool. Da bin ich echt mal gespannt. Upgrades? Was können wir denn schon upgraden? Greifhaken? Upgrade nicht verfügbar. Ich weiß auch gar nicht, wie... Ja genau, Vorposten. Das weiß ich auch schon. Man kann per Vorposten Objekte spawnen. Was auch ganz cool ist. Ne? Für Situationen, wo wir schweres Geschütz brauchen, kann man das natürlich gut verwenden. Und es soll halt auch viel über Audiologs passieren. Wie viele sind das jetzt? Bisher 16 Systeme heruntergefahren. Scheinbar zufällige Standorte. Ich versuche Sie und die anderen aus den Haupt... Sie werden sie nicht aufhalten können. Sie wissen mehr darüber, wie all das hier funktioniert, als... Nun, alle. Dr. Halsey. John. Wie lautet der Plan? Der Plan? Im Moment kämpfen wir ums Überleben. Wieder einmal. Cortanas Botschaft hat sich verbreitet. Die meisten empfindungsfähigen KIs schließen sich ihr an. Gegen uns? Ja. Aber vielleicht nicht gegen dich. Sag mir, John, was hat sie dir zuletzt gesagt? Sie sagte, leb wohl. Ja, stimmt. Wir sind ja von Cortana getrennt. Ich bin fast gewillt, alle zu finden. Aber nun gut, machen wir weiter. Alles total zerstört hier. Ich glaube, hier könnte es weitergehen. Ja, ich werde improvisieren. Wie ich eben schon sagte. Ich weiß wirklich nicht, was in Halo zuletzt wirklich passiert ist. Kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern. So, versuchen wir ein bisschen Stealth zu zocken. So gut wie geht. Grunts müssen eine Menge einstecken. Vielleicht sollten wir jetzt mal austeilen. Ja, dann würde ich anfangen damit mit austeilen, mein Freund.
Ich finde auch die Stimme vom Master Chief ist richtig gut gelungen. Wollen wir mal scannen? Ich möchte nichts verpassen. Ah, guck mal. Wunderbar. Es wird alles angezeigt. Es ist eigentlich fies, sie im Schlaf zu killen, aber was soll ich tun? Ich will nicht auffliegen. Pistolen und so. Sehr gut. Ah, es ist so gut, wieder zurück zu sein. Ah, Munition ist gut. Ah, mehrere Wege. Auch sehr interessant. Die Scan-Funktion, ich werde einfach öfters mal scannen, um zu gucken, was so möglich ist. Bis jetzt sind wir noch nicht entdeckt worden. Ah, cool, die kann man auch aufheben. Sehen Sie mal oben nach, Chief. Da führt vielleicht ein Weg zur Brücke. Ja, mache ich. Der Greifhaken ist ein verschießbarer Haken, der sich an Gegenstände befestigen lässt. Nutze ihn, um dich an Gegner und schwer erreichbare Orte heranzuziehen. Aufnehmbare Gegenstände werden zu dir herangezogen. Ein Symbol neben dem Fadenkreuz zeigt an, wenn ein Ziel sich in Reichweite befindet. Ja, da. Genau, jetzt könnte ich das da zum Beispiel auch ranziehen. Ja, wir haben da diesen kleinen gelben Punkt im Fadenkreuz, der mir erlaubt oder mir sagt, alles klar, da kann ich damit interagieren. Oh, Needler, ne? Könnte ich echt mitnehmen. Aber ich finde die Pistole auch mega geil. Das ist er! Schnauze! Hinterhalt! Ja. So viel dazu. Was? Hallo, Freunde! Ja, an die lebenswichtigen Sachen, das dauert ein bisschen. Das müsstet ihr eigentlich am besten wissen. Irgendwas Wichtiges hier zum Aufsammeln? Ja, ich weiß, dass es um die Verbannten geht, ne? Das sind unsere aktuellen Gegner. Wenn man sich fragt, warum wir jetzt wieder gegen die Überreste der Allianz kämpfen. Die Verbannten sind ja quasi eine Fraktion der Überreste der Allianz. Netter Auftritt. Wie heißt es doch so schön? Umso dicker die Kavanzmänner, umso leichter sind sie umzuhauen. Einfach nur draufgehalten. Ja, was soll ich sagen? Wir sind der Chief. Unbeeindruckt. Wir beugen uns niemals. Und wir das. Das Hologramm. Atriox. Er führte den Angriff auf die Infinity. Er suchte nach irgendwas. Er hat alle getötet. Ich weiß. Ich traf ihn. Gemeinsam sind wir unbesiegbar. Wir sind die Verbannten. Die Verbannten. Ja, auf jeden Fall haben wir ja eigentlich einen Pakt mit der Allianz geschlossen. Und, ne, wir haben ja seit Teil 2 mit dem Gebieter zusammen, nachher, nach und nach, wo sich das denn für ihn auch herauskristallisiert hat, dass was die Propheten sagen, gar nicht so gut ist, ne? Also, da hat sich das Blatt ganz schnell gewendet. Seine Taten inspirieren.
keine Propheten mehr. Keine Lügen. Wir stehen zusammen. Ach, kinetische Munition, das ist das, was ich jetzt hier verschieße. Und Plasma-Munition ist... Alles klar, das sind also Munitionskisten. Ja, ich guck mich halt echt gerne um. Ne, kann ich gar nicht an mich ranziehen. Gut. Ich bin überrascht. Er ist hier. Es ist vorbei. Einige Hands. Einfach nur draufhauen, die Grunts sind keine Gegner für mich. Ja? Warte mal. Hier, fang groß an. Okay, das war ein bisschen daneben. Jetzt halt doch mal die Klappe da. Der hat uns ja fertig gemacht. Kinetische Munition wieder auffüllen. Energieextraktor 256. Einsatz in Kürze. Ja, es gibt hier eine ganze Menge an tollen Waffen. Ich glaube, es war den Standardwaffen. Von der Leitung nehmen. Schakale, ne? Ich habe keine Granaten, fällt mir mal gerade auf. Warte mal. Ups, das tut mir aber leid. Habe ich gar nicht gespürt, sagt er. Au. Okay, da habe ich auch was abgekriegt. Und auf in den Fahrstuhl. Guckt euch das mal an. Leitungsschiffe, das ist eine Invasion. Wie sollen wir nur dagegen ankommen? Die haben doch schon gewonnen. Vielleicht sind hier draußen nur noch wir zwei übrig. Dann gibt es Hoffnung. Immerhin zwei Leute, auf die man hoffen kann. Oh. Du hast ein UNSC Audiolog eingesammelt. Jedes Log enthält eine Audiodatei, die in der Datenbank abgespielt werden kann. Drücke X, um die Audiologs zu erhalten. Halte X gedrückt, um Audiologs zu erhalten und abzuspielen. Captain Laskys Rettungsboot ist weg, Sir. Gut, dann sind wir jetzt dran. Sammeln Sie Ihren Trupp und ab zur nächsten Capsule Marine. Abmarsch. Ja, Sir. Team Torres, oh, Granaten. Wir treffen uns bei Dock 18. Wir müssen zur Oberfläche. Verstanden, sind unterwegs. Alle anderen Spartans, wer sich noch auf der Infinity befindet, begibt sich sofort zu den Rettungsbooten. Windfall 1, Einheiten unterwegs Richtung Halo Zeta. Was sehen Sie da draußen? Überall Verbandenfahrzeuge, in der Luft und am Boden. Ist sicher eine harte Landung. Alles klar. Aufpassen, wir sehen uns unten, Spartans. Verstanden, Griffin. Okay, da soll ich hin. Ich gucke mich hier nochmal um.
Aber das finde ich cool, dass das Geschehen so ein bisschen im Hintergrund abläuft, wenn man sich einen Audiolog anhört. Weil der muss sich nicht... Shotgun, ne? Oh ja, gerne doch. Der muss sich nicht immer im Menü die Audiologs abspielen. Aber ich weiß nicht, ob ich denn auch so Bereiche clearen soll. Nicht, dass ich denn eine Cutscene starte. Dann müssen wir uns die Audiologs tatsächlich nachher im Dings-Screen angucken. Apropos Screen. Oh, guck mal. 0 von 1. Man kann also hier was finden. 2 Audiologs haben wir schon. Man kann hier einen Schädel finden und noch ein, sag schnell, was war denn das noch? Ach, verbannten Audiologs, okay. Sparten Audiologs gibt's auch. Das ist ja das, was wir gerade eben gehört haben, ne? Oder? Captain Laskys Rettungsboot ist back, Sir. Ja, genau, das haben wir eben gerade gehört. Blutsväter? Ja, die kennt man ja auch. Wahnsinn. Komm, auf jeden Fall mache ich den Part heute etwas länger. So, komm, wir gehen weiter. Quasi der Prolog-Part für euch. Ja, guck mal, da hinten sind Gegner. Habt ihr mich schon gesehen? Nee, habt ihr mich nicht. Warte mal. Ah, verdammt! Dich. Du kriegst was. Shit, Deko. Uff. Da habe ich mich ein bisschen zu doll vorgewagt. Das soll natürlich nicht sein. Ich wollte auch eigentlich, wollte ich so machen. Genau. Haltet ihn auf, er kann mich. Toter Grunt, nicht weglaufen. Ich tu nicht weglaufen. Ich muss mich kurz mal um meine Waffen kümmern. Oh. So einfach geht das. Krass, was die für Schäden nehmen an ihrer komischen Panzerung. Aber ich finde auch krass, dass die sich so verstecken, wenn man was auf die wirft oder so auf die zugeflogen kommt, dass sie sich schützen. Das war ja schon immer so, dass die KI von Halo gar nicht so blöd ist. Die haben schon ordentlich... oh. Studieren die unsere Waffen? Wollen die somit Kenntnis über uns gewinnen? Ja, pass mal auf. Haha, sehr gut. Sehr, sehr cool. Die Granaten sind echt nett. Die ganze Technik. Man muss sich das alles mal angucken. Ich lasse mir auf jeden Fall Zeit. So ist nicht. Genau, ich kann auch so. Das ist mir alles schon bewusst. Wenn man erstmal den Multiplayer ein bisschen gezockt hat, dann ist das gar kein Problem. Das wirst du wohl nicht herausfinden. So, jetzt habe ich da leider keine Munition mehr drin.
nehme ich mal die Nagelpistole. Mal gucken, wen wir alles so festnageln können. Aber wie gesagt, das Kämpfen macht Spaß. Ich habe das natürlich so ein bisschen vom Multiplayer, dieses ganze Rumgehüpfe und so. Aber dennoch mit dem Enterhaken. Muss ich da lang? Ja, ich muss da lang. Oha! Ja, das war natürlich doof. Ganz schön wild, mein Freund. Gib mir nochmal so einen Tank. So. Jetzt fischen wir uns einfach an. Überraschung! Schakale waren schon immer echt fies. Vor allem, wenn die in diesem Schwarm auftreten. Da musst du nur eine Granate reinholzen und... Oh, guck mal. Na, kann ich das noch abreißen? Her damit. Aha, geil. Das geht immer noch. Ja, komm, wir haben ja auch die Kraft. Unsere Rüstung läuft einwandfrei. Finde ich sehr gut. So, dann wollen wir mal aufräumen mit dem Dreckspack. Kann ich auch rennen? Nee. Aber ich muss sagen, das sieht echt hübsch aus. Keine Frage. Kinetische Munition. Ja, das ist cool. Auch die Rüstung, ne? Wenn man sich das mal so anguckt, die sieht echt hübsch aus. Treffen wir ihn jetzt? Hat er sich hier seinen Platz so richtig schön, naja, mit seinem Hologramm verschmückt? Na gut. Die Stunde naht. Schon bald werden die Verwandten den Sieg erringen. Atriox, höre diese Worte. Über dieses Leben hinaus wird dein Wille geschehen. Deine Truppen besetzen den Ring. Und schon bald steht er unter unserer Kontrolle. Die Menschen werden niederknien vor deinem Erbe. Sie werden brennen. Von ihrem dreisten Widerstand bleibt nichts als Erinnerung. Wir haben ein neues Problem. Wir? Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelikan ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Ach, reagieren die gar nicht drauf. Zum Glück. Wo ist meine Waffe? Warum? Aber vor allen Dingen der Atriox, der ist so ein bisschen so wie so ein Prophet, ne? Also er sagt viel, um seine Leute zu motivieren. Was haben wir denn hier noch? Ein paar Granaten. Dann feiern wir die Party mal. Ja, genau. Oh, wow, 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 was für ein Geschütz? Oh, du kannst fliegen. Erleide Schaden.
komm nur. Kann ich das? Nee, ich kann, glaube ich, nicht. Doch, ich kann. Oh, hier. Haha, geil. Das ist so geil. Kann euch mal genauer angucken. Ah, die sehen schon cool gestaltet aus. Ah, okay, das ist die Waffe. Nehmen wir die doch mal. 84%? Na gut. Keine Chance, ich habe aufgeräumt. Sehen wir zu, dass wir unseren Kumpel da rauskriegen. Die wird auch geladen. Das ist ja nice. Es ist gesperrt. Erfordert einen Hack. Okay. Und können Sie das? Nein. Neuer Plan. Das Schiff hochjagen. Sie wollen das Schiff zerstören? Mit uns an Bord? Ich werde hier drauf gehen. Nein, keine Sorge, das wird nicht passieren. Zu den Hauptantrieben. Und? Ich halte uns in Wasser ein. Ganz kurz mal mich meine Arbeit tun lassen. Warte mal. Das ist. Ja, das ist das, was ich zerstören soll. Das ist durchschlagkräftiger. Was ist das? Es ist gar nichts passiert. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes. Die Kampfzwerge. Die warten. Retten Sie mich. Bitte. Keine Sorge. Oh, was? Noch ein erfolgreicher Auftrag. Ja, so erfolgreich ist er gar nicht. Für euch, aber nicht für mich. Es verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptantrieben. Und? Ich halte uns etwas ein. Hm. Warte mal, gib mal her. Was sagt denn, dass ich alle ausschalten muss? Es ist gar nichts passiert. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes. Die Kampfzwerge. Die warten. Retten Sie mich. Bitte. Hier. Haftet gut. Haha, geil. Oh, die kommen jetzt von überall. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das hat schon ein bisschen Action. So, jetzt die Granate da rein. Vielleicht. Wir überleben das Ganze hier. Guck mal, hier ist der Ring abgezeichnet. Sauber. Nein.
Ja, das geht so nicht. Das ist dein Ende. Nein. Ich muss die Waffe. Ich brauche was Schnelleres. Nicht fliehen. Okay. Antrieb überlasten. Bei der Jagd. Kennen Sie ihn? Nein. Aber er kennt Sie. Er weiß alles über Sie. Kehren Sie schnell hierher zurück. Ich weiß nicht, wie lange das Schiff noch zusammenhält. Ah, ein Verbanden-Audiolog. Da hätte man echt dran vorbeigehen können. Man muss echt aufpassen. Du hast einen Verbanden-Audiolog eingesammelt. Jedes Log enthält eine Audiodatei, die in ihre Datenbank abgespielt werden kann. Das hatten wir schon. Wird das jetzt abgespielt? Der Schädel kann hier auch noch irgendwo sein, verdammt. Oh. Oh. Glaubst du, diese Störung wird etwas bewirken? Der Sieg ist bereits unser. Also, lauf, Spartan. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ja, ich würde mich darüber freuen, Aatrox. Ich würde mich darüber freuen. Ich werde den Totenkopf, glaube ich, nicht finden. Weil die sind bestimmt super versteckt und die Frage ist, ob der mir angezeigt wird. Wir sind noch nicht tot,
versuchen reinzukommen. Ich bin schon unterwegs. Im Raum fliegen. Das ist nicht unbedingt geil. Unkontrolliert. Ich wäre auch echt gern mal schwerelos. Wenn es da so einen Raum geben würde, ich würde es sofort ausprobieren. Warum ist der eigentlich kaputt? Ja, wenn das nicht mega war. UNSC Infinity on. UNSC Infinity. Klasse Superträger. Besatzung 7150. Nicht gefunden. Nahfeldumgebungsscan. 1986 UNSC Kennungen. Status. Verstanden. Der Master Chief lebt? Patriots versicherte, er sei tot. Ist das kein Grund für Zorn? Nein, ich bin von eurer Kraft durchströmt. Du versprachst uns Rache, Vorherrschaft, Erneuerung. Wer gefährdet das alles? Stellst du mich etwa in Frage? Patriots Vision? Patriots ist tot. Seinetwegen sitzen wir hier fest. Wir werden nie wieder zu Kreuze gerissen. Nicht vor der Allianz. Den Propheten.
vor ihr. Dieser Ring wird instand gesetzt. Bitte. Dann habt ihr eure Rache. Schwertträger, folge dem Spartan. Unbemerkt, ich will alles über ihn wissen. Oder Chief, wenn wir noch länger hier bleiben, kommen Sie zurück. Sie werden uns finden und töten. Wonach suchen Sie da? Übereinstimmung. Signal lokalisiert. Wegpunkt geladen. Da ist nichts. Sie suchen an der falschen Stelle. Wir müssen nach Hause. Wegpunkt anzeigen. Bitte Umgehung der manuellen Steuerung. Tu es. Autopilot aktiviert. Halt, was? Ist das Ihr Ernst? Was wollen wir da unten? Die Verbannten wollen uns auslöschen. Uns alle. Ja und? Sollen wir sie etwa allein aufhalten? Ich sagte doch, es ist aus. Wir brauchen Hilfe. Keine Heldentaten. Nein, wir tun unsere Pflicht. Die Menschheit schützen. Um jeden Preis. Ich kann nicht der Einzige sein. Entriff in die Atmosphäre. Autopilot schaltet ab in 5, wir haben eine neue Mission. 4. Welche? Was ist da unten? 3. Eine Waffe. 1. Eine Waffe? 1. Wie viele Knarren brauchen Sie? Was ist los mit Ihnen? Ich nehme nie wieder einen Spartan mit. Das ist eine furchtbare Idee. Die kommen uns holen. Sie alle.